So, liebes Publikum, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen im Namen des 3K und des Veranstalters heute Lichtbildzeit. Einige von Ihnen waren ja vergangenes Wochenende schon hier, dort hatten wir unser 10-jähriges Festival. Einige haben es sicher darüber erfahren, andere hatten heute wohl wahrscheinlich keine Zeit. So wird es heute doch eine recht angenehme private Veranstaltung. Als erstes möchte ich Sie bitten, das habe ich beim letzten Mal vergessen, die Handys auszuschalten oder zumindest auf lautlos. Es stört dann doch immer wieder sowohl diejenigen, die neben Ihnen sitzen, als auch möglicherweise unser Referent. Unser Referent ist heute Jens-Uwe Walter, kurz Ju genannt. Er ist für die, die schon öfters bei unseren Veranstaltungen waren, kein Unbekannter. Er hat beim Wettbewerb der Kurzvorträge mitgemacht, hat dort gewonnen, hat zweimal schon einen Landvortrag gemacht. Er hat mit seiner Frau Claudia fünfmal schon den Südwesten der USA bereist und wird uns dazu heute einen wunderbar farbenvollen und interessanten Vortrag halten und gleichzeitig ist er damit nicht ausgelastet, also wird das Ganze auch selbst mit Musik begleiten. Dankeschön für die Anmoderation, Ralf. Herzlich willkommen, liebes Publikum, herzlich willkommen und auch vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sein, an die Gastgeber. Ralf hat schon gesagt, mein Name ist Jens-Uwe Walter, ich lebe schon fast 40 Jahre lang in Jena und arbeite dort als IT-Mensch, mittlerweile aus dem Homeoffice. Ursprünglich stamme ich allerdings aus USA, allerdings dem unteren Sachsen-Anhalt. Genauer gesagt Schrillberg-Harz. Werden sich die einen oder anderen vielleicht noch erinnern, vor 499 Jahren wurde der größte Sohn Stolbergs, Thomas Münzer, hier um einen Kopf kleiner gemacht. Es steht auch noch ein Denkmal von ihm hier vor den Stadttoren, allerdings noch mit Kopf. Haben wir letzte Woche entdeckt. Ich komme trotzdem sehr gerne nach Mühlhäuser. Und damit starten wir. Ich möchte Sie mitnehmen auf eine Reise von Las Vegas im Westen nach Farmington im Osten, von Phoenix im Süden nach Moab im Norden, vom Glücksspielerstaat Nevada über den Grand Canyon State im Sona, das bezaubernde New Mexico, nach Utah mit seinen tollen Gesteinsformationen. Eine Reise mal on the road, mal abseits der Touristenpfade, bei Wind und Wetter, durch unglaubliche Landschaft. Mal aktiv, war romantisch, ein wenig abenteuerlich, in schier grenzenloser Freiheit. Unsere erste Reise führte uns im Sommer 2009 für zwei Wochen in die bekannten National- und State-Parks. Wir waren vom USA-Fieber sofort angesteckt, kehrten 2010 wieder und unternahmen dann drei Wochen lang ausgedehnte Tagestouren abseits der Touristenpfade. Im Herbst 2013 ging es dann in zwei Wochen Herbstferien durch gefühlt drei Jahreszeiten. 2015 dann diesmal ohne unseren Sohn mit Zelt und Schlafsack in die entlegensten Winkel des Colorado Plateau. Und 2019 dann noch einmal mit Schwerpunkt Kakteenwüsten Arizonas und Badlands New Mexicos. Viele Freunde und Bekannte fragen, was uns immer wieder in diese Gegend zieht. Hier die Antworten. Thank you.
Wir haben auf unseren 5 Reisen in 93 Tagen ungefähr 22.000 Kilometer zurückgelegt, also mehr als die Hälfte des Äquators. Ich habe so ungefähr 18.000 Fotos geschossen, mehrere Stunden Videos gedreht und die Highlights möchte ich Ihnen heute präsentieren. Der Vortrag ist zweigeteilt, die ersten 55 Minuten, da sind wir schon mittendrin. Dann machen wir eine 15-minütige Pause, dann gibt es nochmal 50 Minuten. Meine Frau ist auch dabei, sitzt hier mit dem Publikum, der eine oder andere hat sie vielleicht schon erkannt und wir stehen dann beide auch gerne in der Pause und nach dem Vortrag für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Wenn ich vom Südwesten der USA spreche, dann meine ich das Colorado-Plateau, aber auch die Badlands in New Mexico und die Kakteenwüsten in Arizona. Aber was ist eigentlich das Colorado-Plateau? Es sind mehrere Hochebenen, die sich westlich der Rocky Mountains, die so entlang ziehen, über die Bundesstaaten Colorado, New Mexico, Arizona und Utah erstrecken auf einer Fläche, die fast so groß wie Deutschland ist. Seinen Namen verdankt es dem Colorado River. Und der hat sich in Jahrmillionen ganz tief in den roten Sandstein gefressen. Er begegnet uns auf unseren Reisen immer wieder, mal angestaut an gewaltigen Staudämmen wie dem Hoover-Staudamm oder dem Glen Canyon-Staudamm. Oder wir überqueren ihn auf diesen gewaltigen Brücken, die förmlich aus dem roten Sandstein zu kommen scheinen. Er begegnet uns aber auch als Recreation Area, Naherholungsgebiete in überfluteten Canyons, die mit ihren Marinas, ihren Häfen, mit Motor- und Hausbooten zu ausgedehnten Wasseraktivitäten einladen. In der ursprünglichen Form findet man ihn nur noch an wenigen Stellen im Grand Canyon. Einen perfekten Ausgangspunkt für eine Reise in den Südwesten der USA bildet Las Vegas. Aber diese verrückte Stadt, die hebe ich mir für das Ende des Vortrags auf. 50 Kilometer südöstlich von Las Vegas treffen wir in Arizona das erste Mal auf den Colorado River. Er wird hier vom Hoover-Staudamm zum Lake Mead angestaut. Und der ist mit 170 Kilometer Länge und 640 Quadratkilometer Fläche der größte künstliche See in den USA. Der übertrifft von der Fläche her sogar den Bodensee. Und es ist auch ein berühmtes und beliebtes Naherholungsgebiet in der Nähe von Las Vegas. Er wurde während der Weltwirtschaftskrise 1931 bis 1935 erbaut und nach dem damaligen Präsidenten Hoover benannt. Genau in der Mitte der Staumauer befindet sich die Grenze der beiden Bundesstaaten Arizona im Westen und im Osten und Nevada im Westen. Beide in unterschiedlichen Zeitzonen, Pacific Time und Mountain Time. Und die Uhr wird an diesem gewaltigen Wasserturm auf der Staumauer angezeigt. Nicht wundern, im Sommer zeigen beide Uhren die gleiche Zeit an, weil es in Arizona keine Sommerzeit gibt. Die ursprüngliche Aufgabe war eine kontrollierte Wasserabgabe, weil es früher sehr viele Überschwemmungen gab. Heute ist eher das Gegenteil der Fall und der Wasserstand ist extrem niedrig. Durch die Elektrizitätsgewinnung finanziert sich der Staudamm selbst. Und das 1905 gegründete Las Vegas wurde erst durch den Bau genau dieses Staudamms berühmt, denn die 5000 Bauarbeiter hatten in ihrem Wohnort Boulder City weder Alkohol noch Glücksspiel. Das war damals wegen der Prohibition verboten. In Las Vegas war es aber allerdings schon 1931 in Nevada legalisiert und dann fuhren die dort alle hin und Las Vegas wurde groß und prosperierte. Man begann 2005 mit dem Bau dieser Brücke direkt über den Black Canyon, um den Verkehr zwischen Nevada und Arizona zu erleichtern. Im Oktober 2010 wurde sie dann fertiggestellt und sie ist nicht nur für Autos nutzbar, sondern auch für Fußgänger. Und da hat man dann einen tollen Blick auf den Staudamm und man sieht ja auch, in welchen Serpentinen damals der Weg über die Staumauer führte. Weiter geht es auf der Landstraße in Arizona. Wir fahren bis Kingman und biegen dort ab auf die weltberühmte Route 66, auch die Mother Road Amerikas genannt. Diese ursprünglich 2448 Meilen lange Straße, das sind gut 4000 Kilometer, führte von Chicago und Illinois über Missouri, Kansas, Oklahoma,
Texas, New Mexico und Arizona bis nach Santa Monica in Kalifornien. Und diente seit ihrer Fertigstellung 1926-27 als erste durchgehende Verbindung in den Westen der USA. In ihren Hochzeiten in den 40er bis 60er Jahren ernährte sie die Besitzer unzähliger Hotels, Drive-In-Imbisse, die sollen hier sogar erfunden worden sein, und Tankstellen. Doch die Route 66 war eine ganz einfache, einspurige und auch oft auch sehr kurvenreiche Strecke und sie konnte dem wachsenden Verkehr einfach nicht mehr gerecht werden. Und deshalb beschloss Präsident Eisenhower 1956 den Bau eines Interstate Highway Systems, was schlussendlich zum Niedergang der Route 66 führen sollte. Und das drohte auch fast dem kleinen Ort Seligman oder Slickman, wie ihn die Einwohner nennen, in Arizona. Im September 1978 weihte man die nur 2 Meilen entfernte Interstate 40 ein und innerhalb weniger Tage brach der Verkehr in Slickman, der zu Hochzeiten 9.000 bis 10.000 Fahrzeuge pro Tag betrug, förmlich zusammen. Einige Zeit später machten die ersten 4 Tankstellen und 3 Motels pleite und auch Slickman drohte der Untergang. Doch Angel Delgadillo, Besitzer des örtlichen Friseursalons, gründete mit Freunden und Geschäftsleuten die Historic Route 66 Association, genau im Jahre 1986. Die sollte sich für den Erhalt der alten Straße einsetzen. Und schon im Jahr darauf erklärte dann der Bundesstaat Arizona das Stück westlich von Slickman zur historischen Route. Heute ist der Friseursalon ein Andenkenladen und Slickman die ungekrönte Hauptstadt der weltweiten Route 66 Fangemeinde. Noch immer kann man sich in den alten Friseurstuhl setzen, den Angels Vater 1929 gekauft hat. Slickman diente auch als Vorbild für den Animationsfilm Car von Pixar aus dem Jahre 2006 und Bilder der beiden Hauptfiguren, dem Rennwagen Lightning McQueen und seinem Kumpel Hook, dem Abschleppwagen, findet man gleich beim Friseursalon. If you ever plan to move west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you get him to this town, it's him. When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Wie viele Städte an der Route 66 ist auch Slickman eine Eisenbahnstadt. Die Route der ehemaligen Santa Fe Bahngesellschaft, heute BNSF, mit ihren bis zu 100 Waggons langen Zügen führt direkt am Ort vorbei und das hört sich dann alle paar Minuten so an. Straßenmusiker Joe Clark spielt uns noch ein Lied zum Abschied und wir verlassen Slickman und die Route 66, den Traum von unzähligen Bikern, die da mit ihren Harleys lang cruise sind. Der Grand Canyon war der erste Nationalpark, den wir auf unserer Reise 2009 besucht hatten. Er wurde 1919 von Präsident Teddy Roosevelt zum Nationalpark erklärt
1979 sogar zum Weltnaturerbe der UNESCO. Am besten erreicht man ihn von Flagstaff aus, einer weiteren alten Stadt an der Route 66, die sich auch gerne das Tor zum Grand Canyon nennt. Genauer gesagt zum Southland. Von dort sind es gerade mal noch 80 Kilometer. Man kann da mit dem Auto fahren oder auch mit der Bahn, einer historischen Route. Und hier am South Rim befinden wir uns auf 2200 Meter Höhe, blicken hinab auf 1,8 Milliarden Jahre Gesteinsgeschichte. Und ich möchte Sie jetzt mitnehmen auf einen Tag am Grand Canyon South und North Rim. Diese tolle Landschaft, der Colorado River, der diese tolle Landschaft erschaffen hat, eine Schlucht 450 Kilometer lang, bis zu 1800 Meter tief und bis zu 30 Kilometer breit. Den sieht man vom South Rim und North Rim aus kaum. Und deshalb war es unser Traum, doch irgendwann mal direkt im Grand Canyon am Colorado River zu stehen. Und diesen Traum, den wollten wir uns im Jahre 2013 erfüllen. Aber dafür mussten wir erstmal ein Hindernis nehmen. Am 1.10.2013 kam es zum sogenannten Government Shutdown. Die USA waren pleite und schon am nächsten Tag schlossen alle öffentlichen Einrichtungen und damit auch die Nationalparks. Doch am 17.10., nur einen Tag vor unserem Abflug, einigten sich dann die Demokraten und Republikaner im Haushaltsstreit, und nun stand unserer Wanderung nichts mehr im Weg. Von der Tageswanderung vom Rim zum Colorado und zurück wird eigentlich strikt abgeraten. Zu viele Leute mussten schon an Dehydrierung oder totaler Erschöpfung gerettet werden mit Hubschraubern aus dem Canyon oder einige sind auch gestorben. Aber wir fühlen uns eigentlich sehr gut vorbereitet. Wir haben ganz intensiv im Sommer die Alpen erwandert und Ende Oktober ist es auch nicht mehr ganz so heiß. Und deshalb planen wir unsere Reise wie folgt. Wir wollen vom South Rim starten, vom South Cape Trailhead, steil hinunter bis zum Colorado und dann in einem langen Marsch wieder hinauf über den Bright Angel Trail zum South Rim. Am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr herrscht am Rim leichter Frost bei minus 3 Grad. Da ziehen wir vorsichtshalber noch eine Schicht mehr an. Zum Trailhead gelangt man nur mit einem Shuttlebus.
Und gegen 8 Uhr sind wir dann am Start der Wanderung. Verpflegung und Getränke gibt es auf dem ganzen Weg nicht, erst am Ende ein paar kleinere Wasserstellen. Deshalb packen wir wirklich 4 Liter Flüssigkeit pro Person und ausreichend Nahrung ein. Und dann geht es schnell auf diesen steilen und gewundenen Pfaden immer tiefer und wir genießen diese grandiosen Aussichten. Bei mittlerweile 25 Grad Lufttemperatur aus, fast 30 Grad mehr als zum Start unserer Wanderung. Unsere Füße halten wir in den ganzjährig 8 Grad kalten Colorado. Zur gleichen Zeit legt auch noch eine Rafting-Tour an und diese Leute, die sind schon 9 Tage auf dem Fluss unterwegs. Nach einer Stunde Rast machen wir uns auf den Rückweg. Es geht über die Silver Bridge zum gegenüberliegenden Ufer. Und dann ungefähr 1,5 Kilometer am fast schon unscheinbaren Colorado entlang. Der hat hier gerade mal die Breite wie die Saale bei Jena. Dann zweigt der Weg in ein Seitental ab, schlängelt sich in Serpentinen auf das Plateau des Indian Garden. Und hier wird die Landschaft nun von kleinen Bächen und Bäumen und Sträuchern geprägt. Und bei unserer Nachmittagsrast haben wir trotz ständigen Wanderns immer noch 1000 Höhenmeter vor uns. Und so langsam werden die Füße schwer. Kurz nach Sonnenuntergang kommen wir endlich am South Rim an. Wir sind wirklich total geschafft und froh, gleich einen Bus zum Besucherparkplatz zu erwischen. Unsere Reise war wirklich sehr anstrengend. Die Wanderung fast 32 Kilometer lang. 12 Kilometer Abstieg vom 2200 Meter hohen Rim zum 1400 Meter tiefer gelegenen Colorado und dann noch einmal gut 20 Kilometer Anstieg. Aber unser Traum ist in Erfüllung gegangen. Arizona ist nicht nur der Grand Canyon State, wie wir eben gesehen haben, auch auf dem Nummernschild sieht man schon einige dieser Saguaro-Kakteen. Die Sonora-Wüste mit 320.000 Quadratkilometer Fläche, das größte Wüstengebiet unseres Planeten, erstreckt sich über den südlichen Teil Arizonas und Nevadas und große Teile Mexikos. Südlich von Phoenix in Arizona findet man dann Kakteen, selbst in Vorgärten wie bei uns die Bäume. Und in großen National Parks und National Monuments, da treffen wir dann auf Tausende von Kakteen.
wie zum Beispiel die bis zu 4 Meter hohen Orgelpfeifenkakteen oder die gewaltigen Saguero-Kakteen, die können bis zu 20 Meter hoch werden, bis zu 200 Jahre alt und ab dem 70. Lebensjahr verzweigen sie sich. Und der Nektar, der dient dann als Nahrungsquelle für Insekten und Vögel. Und früher ernährten sich auch die indianischen Ureinwohner von den Früchten, die auch Wasser speichern. Und besonders schön werden diese Gebiete, wenn die Kakteen anfangen zu blühen. Und deshalb möchte ich Sie mal mitnehmen auf einen virtuellen Tag mit diesen stacheligen Schönheiten. Es war wirklich traumhaft, wir waren ganz allein in diesem Tal. Wir wären am liebsten auch noch länger geblieben, aber man hat es da wirklich nur vor und nach dem Sonnenaufgang ausgehalten, weil es tagsüber über 40 Grad war und man konnte tagsüber, man hatte keinen Schatten, man wusste gar nicht, was man da machen sollte. Aber dafür gab es dann etwas, was ich weiter später im Vortrag noch mal etwas besser und intensiver zeige, wenn nämlich dann die Sonne unterging, sah es so aus. Weiter geht es in Page, Arizona. Dieses wurde erst 1956 gegründet, weil mit dem Bau des Glen Canyon Staudamms eine Siedlung zur Unterbringung der Bauarbeiter notwendig war. Der Glen Canyon staut den Colorado River zum Lake Powell, dem zweitgrößten künstlichen Stausee der USA und einem weiteren ganz beliebten Naherholungsgebiet. Die ursprüngliche Schönheit des nun überfluteten Glen Canyon, die kann man nur noch erahnen. Der Colorado schlängelt sich hier in spektakulären Meandern durch den roten Sandstein, wie hier am Colorado Horseshoe Bend bei Page. Er hat sich so tief in den Sandstein eingegraben, dass es nur zwei Brücken auf den nächsten 60 Kilometern gibt. Und auch wir wollen uns hier etwas wassersportlich betätigen.
aber nicht faul auf einem Hausboot, auch nicht mit diesem lauten Jetski, erst recht nicht mit wildem Rafting, sondern wir leihen uns an der Antelope Point Marina ein Doppelkajak aus und wollen uns dann auf dem Lake Powell versuchen. Wir paddeln also erst einige Meilen über den Lake Powell und dann biegen wir in diesen überfluteten Seitenarm in einen Seitencanyon ein. Und hier im Canyon entledigen wir uns dann auch der Schwimmwesten. Die sind eigentlich nur nötig, wenn ein Motorboot an einem vorbeifahren, da kann man schnell mal kentern. Und dann wird der Canyon immer schmaler und schließlich auch flacher. Und irgendwann müssen wir dann das Kajak stehen lassen und es geht zu Fuß weiter in die Ausläufer eines Canyons, die uns wirklich sehr bekannt vorkommen, die Ausläufer der Antelope Canyons. Die Antelope Canyons sind keine State- oder Nationalparks, sondern gehören den Navajo-Indianern. Und im Sommer 2009 hatten wir den Yowa Antelope Canyon besucht. In diesem engen Slot Canyon waren 1997 bei einer Blitzflut, einer Flashflut, 11 Menschen ertrunken, weil sich der Canyon so schnell gefüllt hatte mit Wasser, dass die Leute nicht mehr raus konnten. Deshalb hat man heute zusätzliche Ausstiege gebaut. Der Einstieg ist auch wirklich extrem schmal und dann führen steile Treppen 4-5 Meter hinab, regelrechte Leitern, nur was für schlanke Leute. 2010 besuchen wir dann den Upper Antelope Canyon. Der ist ebenerdig begehbar und berühmt für seine spektakulären Lichtbeams. Stunde westlich von Page, genau an der Grenze zwischen Utah und Arizona, befinden sich drei der spektakulärsten Gebiete des Südwestens. Die noch frei zugänglichen White Pockets, die nur mit einer Permit, einer Genehmigung zugänglichen Coyote Butte South und The Wave, die steinerne Welle in Coyote Butte North, die ebenfalls ein Permit erfordert. Um diese fragilen Sandsteinformationen zu schützen, ist der Zutritt auf nur 20 Personen pro Tag reduziert und man kann diese Zutrittsgenehmigung entweder erwerben, indem man freie Plätze in diesem Kalender checkt, der einige Monate vorher eröffnet wird, oder an einer Internetlotterie teilnimmt, wie es bei The Wave der Fall ist. Aber der Antrag ist mittlerweile so riesig, dass die Server regelmäßig zusammenbrechen und die Chance wirklich sehr gering ist, so einen Permit zu erwerben. 2010 hatten wir bei der Internet-Lotterie für The Wave kein Glück und uns schon damit abgefunden, etwas anderes zu unternehmen. Wir übernachteten im TripAdvisor Geheimtipp Lulu's Easy Sleeping Motel, bekommen ein paar Safe-Air-Rabattwagen in die Hand gedrückt und kaufen uns damit im nahegelegenen Supermarkt richtige dicke Steaks, wie man sie nur aus Amerika kennt. Und Lulu's Manron grillt für uns. Und bei einem Gespräch mit ebenfalls deutschen Gästen bekommen wir dann den Tipp, doch am nächsten Morgen in der Peria Station an der Verlosung der restlichen 10 Zutrittsgenehmigungen vor Ort teilzunehmen. Nun befindet sich die Peria Station nicht nur eine Autostunde
westlich von Page oder zudem auch noch in Utah, also kommt noch eine Stunde Zeitverschiebung hinzu. Und deshalb müssen wir dann schon kurz nach 6 Uhr aufstehen, damit wir pünktlich zur Eröffnung der Peria Station dort sind. Wir füllen ein Formular aus und bekommen die Kugel Nummer 7 zugeordnet. Und wie bei Lottozahlen wird dann die Kugel in eine Lostrommel gegeben. Und unsere Kugel fällt wirklich als Dritte und wir gewinnen 3 Permits. Das ist alles gar nicht so selbstverständlich. Sie müssen sich vorstellen, man darf bis zu 3 Permits anmelden. Wenn aber schon 9 Permits weg sind und die Kugel fällt und es ist nur noch eine Permit übrig, müssen 2 von der Gruppe zu Hause bleiben. Das ist ganz streng geregelt, da gibt es keine Abwahl. Wir dürfen also am nächsten Tag in The Wave. Es geht über die House Rock Valley Road, das ist eine Dirt Road, die bei Regen sofort unbefahrbar wird, aber die Wettervorhersage sieht gut aus, die Straße ist befahrbar, es wird heiß, 95 Fahrenheit, also ungefähr 35 Grad Celsius. Und so sieht das dann aus, wenn man eine solche Dirt Road befährt. Und wir stellen unser Auto ab am Weiherpass Trailhead. Es ist auch gerade Fußball-WM, deshalb sehen Sie vielleicht hier hinten sogar noch die Deutschlandfahne an unserem Auto, das sind wir. Dann geht es los, per Fuß, ungefähr 8 Kilometer. Es wird extra nochmal darauf hingewiesen, dass es ein Permit-Area ist. Zur Widerhandlung ungefähr 500 Dollar Strafe. Ich habe auch schon Leute gesehen, die gesagt haben, wir nehmen die Strafe auf uns, damit wir dorthin können. Wir tragen unsere Permits gut sichtbar am Rucksack und dann geht es wieder mit 3 Liter Flüssigkeit und 3 Kilo Fotogepäck zum Höhepunkt unserer Reise 2010, der Wave. Für Coyote View South Ende Oktober 2013. Von allen Seiten wird davor gewarnt, diese Fahrt allein und zudem noch mit einem Mietwagen zu unternehmen. Die Gefahr, im Sand stecken zu bleiben oder an den steinigen Passagen sich die Ölwanne aufzureißen, die ist einfach zu groß. Und deshalb versuchen wir uns, einen verlässlichen Outfitter zu suchen, der geführte Touren anbietet. Und den finden wir auch. Und wir starten am Morgen in die White Pockets. Thank you.
White Pockets, die weißen Taschen. Gegen Mittag geht es dann bei mittlerweile schon in sommerlichen Temperaturen wieder von 25 Grad trotz Ende Oktober weiter zu Coyote Pugh's Haus. Und das ist zu Recht einer der Geheimtipps des Südwestens der USA. Stößt man im Südwesten der USA fast überall. Diese markanten Sandsteinformationen gibt es in allen Größen, Formen und Farben. Von riesig bis winzig, mal alleinstehend oder gar als ganze Hoodoo-Armee wie hier im Bryce Canyon, ohne und mit Kopfbedeckung. Und sie entstehen und vergehen auch heute noch. Landkreis in Thüringen nach Amerika besiedelt ist. Entschuldigung. Ja. Genau. Hier nochmal eine Überblickskarte, was wir bisher alles in Arizona erlebt hatten. Wir hatten den Hoover-Staudamm besucht, die Route 66 und Slickman waren durch den Grand Canyon gewandert, hatten ganz intensiv Page und Umgebung erkundet und wollen nun zum Monument Valley im äußersten Nordosten Arizonas. Das Monument Valley ist
ungefähr so groß wie das Stadtgebiet von Jena, ungefähr 120.000 Quadratkilometer Fläche. Und es ist berühmt für seine bis zu 300 Meter hohen Tafelberge, die unzähligen Western als Hintergrundkulisse dienten. John Wayne wurde hier in den 1940er Jahren unter Regisseur John Ford weltberühmt, übernächtigte gerne in Golding's Lodge, die es heute nicht mehr gibt. Spiel mir das Lied vom Tod wurde hier gedreht und Clint Eastwood kletterte hier am sogenannten Totempfahl empor. Auch das Monument Valley gehört den Navajo-Indianern und die sind überhaupt nicht die blutrünstigen Indianer aus den Westernfilmen. Sie waren eher Ackerbauern und Viehzüchter und sie sind bekannt für ihr kunsthandwerkliches Geschick. Man kann ihre Töpfe, Teppiche, Schmuck und Traumfänger an unzähligen Ständen, vor allen Dingen an den Straßenrändern zwischen Grand Canyon und Monument Valley erwerben. Mit 330.000 Angehörigen sind sie der größte Indianerstamm in den USA, leben hauptsächlich in Reservaten in New Mexico und hier in Arizona, teilweise unter recht ärmlichen Verhältnissen. Wir übernachten im sogenannten Monument Valley Tipi Village. Von unserem Zeltstellplatz mit Wasser, Strom und sogar Internet haben wir einen traumhaften Blick bis zum Monument Valley. Unser Nachbar ist Guy, ein Franzose, der hat sich in New York ein Motorrad gekauft und lebt nun den Traum seines Lebens, fährt 3 Monate durch die USA. Bob Angel hat sich hier in den 1970er niedergelassen, stammte ursprünglich aus Kalifornien. Und gemeinsam mit seinem Partner Aaron, einem Navajo-Indianer, betreiben sie das Tipi Village. Das gehört Aarons Vater. Beide setzten sich dafür ein und halfen auch mit, dass diese tolle Schule für die Navajo-Kinder gebaut wurde, damit sie nicht mehr täglich ins 100 Kilometer entfernte Blendings fahren mussten. Die Navajos sind sehr traditionsbewusst und Aaron erzählt uns davon. What we do is when we take people down into the valleys, there are some very sacred areas that are sacred to our people, and that's part of our culture. And when we take you to these places that are sacred, we like to play the flute and we like to play the gourd, and then also we also play the drum and we'll sing some traditional songs. Auch Aarons Sohn Brian hilft in den Semesterferien mit. Er führt uns zum Teardrop Arch und einer abgelegenen Vorratshöhle, beide auf Familienterritorium. Er studiert Wirtschaft und vielleicht wird er ja einmal der nächste Besitzer des Tipi Village. Damit verlassen wir das Monument Valley und auch Arizona. Wir kommen zum östlichsten Punkt unserer Reise, den Badlands New Mexicos. 2010 wollten wir einige wirklich unbekannte Gebiete aufsuchen. Und dazu zählten auch zwei mit ganz ungewöhnlichem Namen, die Ashtistepa Wilderness Study Area und die Bishti Denatzin Wilderness.
Beide hatten wir in einem Fotobildband der Dresdner Fotografin Synatschke gefunden und die Wegbeschreibung und die GPS-Koordinaten auf deren Webseite. Der Begriff Badlands stammt ursprünglich von amerikanischen Farmern, die in diesen scheinbar öden Landschaften weder Viehzucht noch Ackerbau betreiben konnten. Doch oft sind diese auch farblich sehr schönen Gegenden mit ganz tollen Gesteinsformationen versehen, wie man sie sonst nur in State- und Nationalparks findet. Sie sind aber oft nur Fotografen bekannt, erfordern dann doch öfter mal Offroad-Fahrten auf kleinen Pisten und längeres Wandern. Aber es lohnt sich wirklich, man ist da meist vollkommen allein. Hier möchte ich mal ein Foto von einer Gegend zu zwei verschiedenen Lichtstimmungen zeigen. Einmal am späten Nachmittag nach einem Regenguss und dann am nächsten Morgen dieselbe Landschaft nochmal beim Sonnenaufgang. Hier hatte ich wirklich das Glück, dass ich zweimal dorthin konnte. Ich war pünktlich kurz vor sechs zum Sonnenaufgang dort. Ich bevorzuge wirklich dieses wunderbare weiche Licht. Hier mal im Größenvergleich. Diese Gebilde sind wirklich sehr, sehr fragil. Ich hoffe immer nur, weil sie ja nicht geschützt sind, dass da nicht irgendwelche Randalierer kommen und dann mal was abbrechen. Die Aschi-Stepa hat nicht zu Unrecht auch den Beinamen Wilderness Study Area, denn neben diesen wunderbar gefärbten Badlands und den tollen Hoodoos bietet sie auch versteinerte Fossilien und Bäume, und schon in den 1920er Jahren kamen hier Archäologen her zu Ausgrabungsarbeiten. Ziemlich verträumt. Ich glaube, sie hat sich da schon vorgestellt, wie wohl ein Sonnenaufgang oder ein Sonnenuntergang in dieser tollen Gegend ausschauen könnte. Doch damals, 2010, da hatten wir noch anderthalb Stunden Autofahrt bis zu unserem Hotel in Farmington vor uns. Aber wir kamen wieder. 2019 ging es wieder ins San Juan County. Diesmal war die Aschi-Stepa schon eingezäunt. Deshalb haben wir unser Zelt und unsere ganzen Sachen zum Rücken getragen. Und diesmal wurden wir dann belohnt von dem erwarteten Sonnenuntergang und noch einem Sonnenaufgang. Hier möchte ich mal Ihre Aufmerksamkeit auf ein kleines Detail lenken. Wir hatten uns nämlich am Anfang des Urlaubs in Phoenix im Walmart diese gusseiserne Pfanne gekauft, 2,5 Kilo schwer. Die haben wir sogar in den Koffer gepackt und ist schon mehrmals wieder hin und her über den Teich geflogen. Und deshalb gab es hier mitten in der Wildnis doch leckeres Rührei zum Frühstück.
der Südwesten der USA halt, da haben wir noch etwas, noch mehr Sandstein. Bis die denn halt sind, weitern es einige Kilometer weiter nördlich, diesmal auch nicht mit Offroad zu erfahren, sondern gut ausgeschildert direkt am Highway. Wir machen uns hier auf die Suche nach den Cracked Eggs. Und es geht wieder vorbei an Badlands, die fast schon wie Mondlandschaften ausschauen oder wie alte Kohleminen. Und auch vorbei an vielen tollen Gesteinsformationen, aber die Cracked Eggs finden wir nicht. Damals wusste man noch, einige können sich vielleicht noch daran erinnern, da gab es Navigationsgeräte, GPS-Geräte. Heute würde man das ja alles mit dem Handy machen. Wir hatten die Koordinaten im falschen Format eingegeben und erst beim zweiten Mal suchen wir sie extra nochmal hingefahren, finden wir sie dann, die Cracked Eggs, die zerschlagenen Eierschalen, deshalb nämlich der Name. Einige sehen aber auch aus wie urzeitliche Wesen, wieder andere dann wie kleine Küken oder Käfer oder Kakerlaken, die da über den Sandstein kriechen. So mag es wohl ausschauen, wenn etwas aus den zerbrochenen Eierschalen schlüpft. Auch hier kehren wir 2019 wieder. Der Parkplatz ist diesmal schon wesentlich mehr gefüllt. Wir zählen abseits unter einfachsten Bedingungen. Aber es beginnt schon Bauarbeiten. Ein Ingenieur erzählt uns, dass hier ein großer Campground, ein großer Zeltplatz entstehen soll mit geteerten Parkplatz, und so richtig glücklich sind wir darüber nicht, denn diese abgelegenen Gebiete leben eigentlich davon, dass sie nicht vielen Leuten bekannt sind und dass man da auch einfach mal ohne störende Personen im Hintergrund die Selfies machen, etwas fotografieren kann, und das wird bestimmt verloren gehen. Der Südwesten der USA, abseits großer Städte mit störenden Lichtern, der bietet einen der dunkelsten Nachthimmel überhaupt in den USA. Und wenn man dann mit Zelt unterwegs ist, dann erlebt man eine Milchstraße und einen Nachthimmel, wie man ihn von Deutschland gar nicht mehr kennt. Sandstein haben wir uns erstmal eine 15-minütige Pause verdient. Dankeschön.